Alle Kinder, überall auf der ganzen Welt, wissen, sobald sie von ihren Vätern oder Müttern ins Bett gebracht werden und das Licht ausgeht, dass die Monster, die sich in ihren Schränken verstecken, nur darauf warten, herauszukommen. Aber was sie nicht wissen ist, sie meinen es gar nicht böse. Es ist einfach nur ihr Job. Oh. Niemand ist hier, hä? Kein Kind. Kein Kind, das wir erschrecken können. Kein Grund zur Panik. Ich bin aber voller Panik, weil hier kein Kind ist. Sehen wir doch einfach im Dienstplan nach. Das ist ja wirklich peinlich, sowas. Na gut, lass mal sehen. Mein Uhr steht hier. Mein Uhr steht da. Jungschlafzimmer. Jungschlafzimmer. Hintere Molkerei. Molkerei. Gib mal her. Innere Mongolei. Mike, sieht das hier wie die Mongolei aus? Irgendwie. Erinnerst du dich an die 5. Klasse, ja? Als zwischen dir und Susi Beuels immer Liebesbriefe hin und her gingen, während die anderen brav Geografie gelernt haben? Hier ist nicht die Mongolei! Ich fing das schon wieder an. Natürlich hat wieder der Kleine Schuld. Wie originell! Bestimmt hat er den Dienstplan falsch gelesen mit seinem einen Auge. Ach, komm schon, Mike, nimm's doch nicht gleich persönlich. Das hast du doch gedacht, oder? Das hast du gedacht. Spiel nicht immer gleich das Sensibelchen. Na komm, Glubschi, wer ist dein Freund? Das weißt du null. Spar dir dein schön Getue, damit kriegst du mich nicht rum. Na, ist ja schon gut. Rat mal, welcher Planet ich bin. Ach komm, rat mal, welcher Planet ich bin. Ich gehe lieber wieder in den Pausenraum, bevor mir die anderen die Schokoschnitten wegessen. Hey, kommst du gar nicht drauf, du furchtige alte Badematte? Guter Hund. Hä? Lieber großer Hund. Ich gehe schon wieder. Mach die Tür auf!